Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal und heute ist es soweit. Richtig oder kotzen mit Sascha. Hast du Bock? Wusste ich doch. Liebe Freunde, der liebe Spendi hinter der Kamera hat 6 eklige Getränke vorbereitet. Das sind alles Cocktails von Spendi empfohlen. Die Rezepte findet ihr unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß. Das Ganze funktioniert so, Spendi stellt uns eine Schätzfrage und der Gewinner darf dann entscheiden, zum Beispiel wenn Spendi 2 Getränke in der Hand hat, sagt Sascha, das Getränk, was du in der linken Hand hast, bitte unter meinem Strohhalm und dann ist 50. Ey, überleg mal, was Ekliges, du musst was Ekliges trinken, es klebt ja noch am Strohhalm und du trinkst nochmal was Ekliges. Ja, ich weiß. Wie viele Abonnenten hatte Netflix im Jahr 2015? YouTube. Netflix, Amanda Kim, Abo. Du zahlst 15 Euro im Monat, oder, für Netflix? Ach so, ja, wie viele Abonnenten? Auf YouTube. Kann ja sein, dass du einen YouTube-Kanal haben, ja, oder? Ja, wahrscheinlich, Bruder. 2015, okay. Bitte einmal umdrehen. Ach, ich hab viel zu wenig, Digga. Was hast du? Ah, ich hab viel zu viel. Ich hab 1,2 Millionen. Ich hab 300.000. Die Antwort lautet 74. Millionen. 1.760.000. Ich hab viel zu wenig. Jetzt überleg mal, jeder von denen zahlt 10 Euro. 2015 hat 10 Euro gezahlt. Ich hab safe gedacht, da waren die ja noch nicht so groß, ne? Spendi kommt mit den Getränken und wir gucken jetzt weg. Du guckst nicht hin. Kurze Werbung, bevor das eigentliche Video weitergeht, denn ich möchte euch heute Raid Shadow Legends vorstellen. Das hatten wir ja schon mal. Raid ist im Top 3 bewertesten RPGs im Google Play Store erhältlich und wurde gerade als Finalist zum Google Plays beste Wahl der Nutzer 2019 nominiert. Und das Spiel ist auch extrem beliebt, mit fast 15 Millionen Downloads in den letzten 6 Monaten. Nicht schlecht. Was ist Raid? Raid ist ein episches Dark Fantasy Spiel mit mehr als 400 Champions zum Sammeln und Anpassen. Mache Überfälle mit deinen Freunden in einem Clan und baue dir ein Team mit 16 Heldenfraktionen. Sammle Orks, Untoten, Ritter, Elfen und noch vieles mehr. Und das Beste daran, es ist kostenlos. So, liebe Freunde, und jetzt zeige ich euch eine Schlacht und eine geile Funktion, die man machen kann. Ja, ich drücke einfach unten links auf Auto. Jetzt habe ich es abgestellt, jetzt stelle ich es auf Auto und jetzt kämpft er von ganz alleine und ich kann nebenbei essen und trinken. Und jetzt mache ich ihn fertig und bam, ciao. Ganz einfach das Spiel, Leute, geil. Das Spiel verfügt auch über eine coole Roadmap. Ich glaube, die kennt ihr von Sascha. Bam! New Faction. Bam! Tag Team Arena. Bam! New Clan Boss. On the road again. Und es gibt wöchentlich Turniere und Events. Das heißt für euch, ihr könnt jede Woche extra Preise gewinnen. Und die Entwickler werden auch in den nächsten 6 Monaten richtig viele Updates raushauen. Ihr findet mich im Spiel unter dem Namen einfach Peter und wenn ihr euch beeilt, dann könnt ihr noch meinem Clan beitreten. Also, worauf wartest du? Geh zur Videobeschreibung, klick auf den Link und du erhältst 50.000 Silber und einen kostenlosen epischen Champion als Teil des Neueinsteigerprogramms und beginne deine Reise. Es würde mich mega freuen, wenn ihr mich unterstützt und jetzt machen wir weiter mit dem Video. Viel Spaß! Ja, Spendi, das Getränk, was du in deiner linken, nee, in deiner rechten Hand hast, möchte ich bei mir. Oh, ich stink schon bis hier. Darf ich nochmal wechseln? Mezzo und einmal Red Bull mit Sauerkraut. Aber ich habe ja auch sagen lassen, Red Bull mit Sauerkraut soll abnormal fetzen. Dazu noch einen schönen Wodka, so ein Jelzin oder so. Qualitätswodka soll anders sein. Warum weiß ich, dass es wieder mich anschaut? Kann jemand mir einen Becher geben, falls ich kotzen muss? 3, 2, 1. Ey, Mezzo Mix, ich könnte auch kotzen spielen. Dann lieber, ist ja schon egal. Sauerkraut war das, ne? Mhm. Gut. Das ist das Gute. Ich habe die Frage falsch beantwortet. Es juckt mich einfach nicht. In welchem Alter wurde Robert De Niro. Okay. Robert De Niro? Ja. In welchem Alter wurde Robert De Niro zum 6. Mal Vater? Well, that's a good question. Ich weiß nicht mehr, aber wirklich, ob er so alt ist. Oh fuck, was bin ich denn für ein Idiot? Ich habe 61. Ach komm, hör auf. Ja. 33. Er war 68 Jahre alt. 68? Also Sascha ist ein aktiver Spritzer unter uns. Ich nehme gleich sofort, ich nehme die rechte Hand von Spendi. Die soll bei mir landen. Okay. Ich denke dabei, dass bei dem nicht nach. Ich mache da nicht dieses Taktik-Ding, gerade eben war da und da. Zuck mich nicht, ich nehme einfach. Multivitamin, Soja und Gurkenstücke. Und das Gute ist Fanta. Multi und was? Gurkenstücke und Soja. Soja stelle ich mir auch eine Kombination vor, die ich so nicht in meinem Mund haben möchte. Zieh runter. 3, 2, 1. Bruder, das ist doch fake hier, Alter. Digga, das kann doch nicht sein. Jetzt mal Real Talk. Du kannst gucken. Ey, Robert, Junge. Digga, das kann nicht sein. Seit wann existiert die Verkehrssünderkartei in Flensburg? Umdrehen? Ich hab 1976. Ich hab 90. Es wurde 1958 eingeführt.
kommst du auf das, Alter? Also im Kopf hätte ich so 65 gehabt, aber weil wir hatten die Frage schon mal. Ja, und ich weiß, und ich hatte im Kopf eigentlich, dass es voll spät war. Ja, hatte ich auch, und es war aber... Ja, wäre es früher gewesen, wäre es ja übel wack. Überleg mal, du bekommst für eine abgefahrene Kette von deinem Panzer einen Punkt in Flensburg. Ich nehme wieder die rechte Hand, ich nehme das rechte Getränk, bitte. Wetten, also, jetzt mit dem Fuffi, dass es wieder mich erwischt. Ich sag, okay, Spendi hat Fuffi, Fuffi-Einsatz, mich erwischt jetzt. Okay, wo hab ich gelacht? Ja. Hand drauf. Ich hab gar nicht gelacht, hä? Okay, Hand drauf. Ich hab einen Fuffi. Okay, wir haben einmal rote Beete, Essig mit Soja und einmal nur Multivitamin. Uff, dieses Essig macht es natürlich noch extrem unentspannt, ne? Lass dir dein Multivitamin schmecken, Sascha. Ja. Ist safe, erwischt mich. Riechst du schon? Eins und ziehen. Du hast einfach 50 Euro gewonnen. Ja, gib her. Ich paypal dir, ne? Wie hoch war der Arbeitslosenanteil der Bevölkerung in Deutschland 2015? Boah, ich werde mich so blamieren, Alter. Und umdrehen. Auf. Ja, nicht gucken. Hey, hey, hey. Umdrehen, dein Handy, was du jetzt hast. Wenn du keine Ahnung. Ich lasse ich das. Hey, als ob ich es jetzt noch ändere. Ich habe 20. Was habe ich? 21. 21% ist schon sehr, sehr sportlich. Ja. Das ist sehr, sehr sportlich. Aber ist doch eigentlich scheißegal, wer hier gewinnt und nicht, weil es ja immer die rechte Hand, Sascha, merkt. Der Anteil betrug ca. 6,4%. Super. So, Sascha, lass mich raten. Darf ich für dich entscheiden? Ich bitte euch auf. Willst du mir auf? Guck mal, jetzt sag mir die linke Hand, weil Spendi denkt, okay, hier trägt. Ey, jetzt hör doch mal auf. Warum muss es immer beeinflussen? Okay, halt die Fresse. Welche Hand? Ich nehme die rechte Hand, alle guten Dinge sind dabei. Wir haben einmal Wasser. Und einmal Sauerkraut, Soja mit Mezzomix. Wow, warum habt ihr so viel Soja genommen? Was soll denn das? Ja, weil du kein Fisch von uns nehmen kannst. Ey, aber Soja ist so voll, also das ist völlig irr, das steht gar, was? Red dich doch nicht so auf. Doch, jetzt erwischst du mich. Ich hätte mit Fuffi. Okay. Doppelt oder nichts? Okay, doppelt oder nichts. Fuffi, ihr habt's gehört. Doppelt oder nichts. Mich erwischt's jetzt. Alle gut. Peter, lad mich ein zum Essen. Ja, guck, allein das, mich erwischt's. Okay. Wasser mit bisschen. Schmeckt wie Maggi. Hä? Junge. Ich schwöre. Das schmeckt schon. Nein. Aber ich schwöre, es schmeckt wie Maggi. Ja, es liegt am Soja wahrscheinlich. Und was war da noch drin? Soja? Sauerkraut. Das ist ja nichts. Aber jetzt, Fuffi? Wir sind auf null. Wir sind wieder bei null. Wie lang ist ein Tag auf dem Jupiter? Da muss ich ganz ehrlich sagen, hat man das überhaupt in der Schule gehabt? Und drin? Scheiß drauf. Was hast du? Ich habe 40 Stunden. Ich habe 32. Er beträgt ca. 9 Stunden und 50 Minuten. Ah ja. Ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare. Yo, wie kann man nicht wissen, dass es ein übel kleiner Planet ist? So was lernt man in der 6. Klasse. Wo wart ihr da? Keine Ahnung, wo ich da war. Vielleicht war ich krank oder so. Ich nehme wieder deine Rechte an. Komm. Oh, ich habe jetzt. Aber ich habe nichts gesehen. Wollen wir mit dem Fuffi wetten? Fuffi. Ich weiß, das ist so, was haben wir denn heute, Keller? Apfelessig mit Pfeffer. Hä? Und einmal Red Bull. Hä, ist Apfelessig? Das hab ich nicht gemacht. Sag mal, wenn Ratten bei mir durch die Toilette kommen, dann kipp ich das da rein. Apfelessig mit Pfeffer, was ist das denn? Ja, okay, aber stimmt, ich trinke jetzt gleich was. Hä? Nee, ich trinke was Schlechtes, keine Sorge. Okay, was ich auch. Ihr trinkt doch eh nur einen Schluck. Ja. 3, 2, 1. Das sind die besten 50 Euro meines Lebens. Was hab ich? Red Bull. Der Brot, dein Strom schmeckt ganz anders. Es schmeckt so, als ob ich beim Italiener bin und der bringt so dieses Brot am Anfang und er macht dieses draufmäßig und du sagst so, ja, danke dir und du legst einfach den Teller ab. Ja. Es ist gerade ganz unangenehm. Aber die besten 50 Euro meines Lebens. Nee, also das Rezept kann ich niemandem empfehlen. Alle davor. Fand ich super. Ja. Gerne dahin nachmachen. Geht, Kuss, raus. Ah. Okay. Oh, schau mal. Wie viele Geburten gab es 2014 in Deutschland? Umdrehen? Ich hab 33.000. Du hast ja jetzt nicht Millionen, Peter. Was hast du? Ich habe ja schon krass hochgepokert. Also ich hab richtig hochgepokert. Ach, das ist wirklich schon hoch? Ja. Ich hab 260. Ja, es waren 715.000 Kinder, die geboren sind. Warte, 2014 in Deutschland. Was 33.000, Bro? Warte mal kurz. Ich hab mir gedacht, oh Gott, hochgepokert, lass mich gerade. Ich hab sehr hochgepokert. Weil ich bin all in gegangen mäßig, ne? Knossi wäre hier schon gestanden. Ich habe mir gedacht, 40 Millionen Frauen, Hälfte Mann, Hälfte Frau ungefähr, okay? Davon je... 40. Oh, jede Zehnte wäre ja 300.000 gewesen, oder? 400.000 stimmt, wäre jede Zehnte gewesen, gell? Ja. Aber du hast hochgepokert, Bro, mit 35.000. Ich bin all in gegangen. Ich habe 33.000. So, Sascha, wir müssen weggucken. Ich gehe nicht raus, ich sehe nicht, ich bin viel daheim, ich sehe nicht, ob eine Frau schwanger ist. So, und außerdem kann es ja auch sein, dass sie einfach gerne mal isst. Diesmal nehme ich deine linke Hand, komm. Ey Peter, bist du wieder beim Fuffi dabei? Du bist 50 im Minus. Das heißt, ich sag, ich bin dir ganz ehrlich, wie immer, auf meiner Seite ist das Schlechteste und mein Einsatz ist wieder ein Fuffi. Das heißt, entweder du kommst hier auf Null raus, ja, oder mach mal Cash in meine Tasche.
Was? Wir haben einmal Sprite und einmal Sauerkraut mit Gurkenwasser. 3, 2, 1. Ihn hätte nicht. Oh mein Gott. Scheiße, ich hab 0 Euro. Ja. Es hat stark nach Gurkenwasser geschmeckt, also nach Essiggurken. Ja. Und ich liebe eigentlich Essiggurken, aber es war trotzdem ein bisschen eklig. Aber ist okay. Ich mag Essiggurken am meisten, also am liebsten auf dem Nutella-Toast. Oh ja. Liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Im Hashtag Halfzimmer. Sascha, wie hat's dir gefallen? Ich fand's super. Mega gesund auch. Wir sehen uns morgen, oder? Wir sehen uns morgen im Hashtag Halfzimmer wieder, wenn es wieder heißt, was?